Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner dritten Landkarte bei Transportfieber 2. So, und wir sind hier bei Halle. Und da haben wir in der letzten Folge Getreidetransport angefangen. Und da wollen wir jetzt das Brot nach Halle schaffen, beziehungsweise weiter sogar, nach Halle schaffen wir es doch schon, oder? Nach Erfurt. Nach Halle bringen wir es noch nicht, nach Leipzig wollten wir es bringen, ne? Nach Leipzig. So, da müssen wir nämlich den Bahnhof auch noch anschließen. Die Durchfahrtsgleise haben wir auch noch nicht angeschlossen. Dann wollten wir nämlich mit hier so anschließen. Und wir wollten hier noch in den Güterbahnhof. Den wollen wir auch noch anschließen. So, da brauchen wir mal ein paar Gleise. Aber keine Oberleitung. So, wir müssen hier gerade raus. Nochmal gerade raus und jetzt gehen wir von hier rüber mit nur 66. Ja, ist eine Bahnhofseinfahrt und da rein. So, dann von hier noch dort rein. Und von hier da rein. So, da haben wir die Einfahrt. Ganz wichtig, die DKWs aktivieren. Dann gibt es auch gleich noch ein paar Signale. Wir haben die Zwerge, dann wollen wir sie auch verwenden. So, und jetzt brauchen wir Strecke hier hoch. Gleise. Ja, wir gehen erstmal hier mit. Ja, man könnte. Ja, wir gehen mit. Über die Brücke hier. Und jetzt gehen wir raus. Hier machen wir eine 120er Kurve. Das füllen wir auf. Halt. Das war nicht das Richtige. Das. So, und jetzt müssen wir das verbinden. Da macht er einen Bahnübergang. Wie sieht der aus? Der macht eine Beule. Na gut, das können wir im Nachhinein noch ändern. 120 haben wir. Perfekt. Und das zweite Gleis ist angeschlossen. So, jetzt wollen wir mal hier die Straße. Den Huckel raus machen. Halt, das brauchen wir. Noch ein bisschen anpassen hier. Na,
Naja, das kriegen wir nicht runter. Kriegen wir so runter. Naja, der macht das wieder hoch. Das ist ja gar nicht gut. Dann müssen wir das mal so machen und so. Mal sehen, was draus wird. So, Straße. Das ist Landstraße, vierspurig, elektrisch. Das sieht gut aus. Und von hier dort rein, das sieht gut aus. Und schon haben wir einen schönen Bahnübergang. Der kriegt noch eine Ampel, den, ja, haben wir. Okay. Davor wollen wir läuten. So, dann tun wir das noch ein bisschen glätten. Ja, da brauchen wir größeres Werkzeug. Zum Bahnübergang. Hier tun wir noch mal drüber fahren. Und hier. Das machen wir weg. Auf der anderen Seite noch. So, dann brauchen wir Signale. So, hier gehen wir auf die Strecke und hier haben wir die Einfahrt. So, dann der erste Block, der zweite Block, Signale mitstellen. So, und jetzt kommen wir hier. Hier kommen wir raus. Hier raus. Und mit dem HP2 fahren wir rein. Ne, halt, das ist falsch. Das muss noch mal weg. Das muss hierher und das muss dahin. So. Jetzt wollen wir noch nach Leipzig rein in den Güterbahnhof. Wir haben ja hier noch ein Gleis frei für die Brötchen. Dann brauchen wir Gleise. Gehen wir gerade raus. Ach ne, hier müssen wir gar nicht rein. Naja, wir schließen das trotzdem an. Hier fahren wir. Ja. Die nehmen wir noch mal weg. Die hatten wir bloß gesetzt, damit wir hier die Brücke bauen. So, und jetzt gehen wir hier. Kommen wir da durch die Brücke hin? Ja, kommen wir hin. Und von der anderen Seite machen wir so eine Y. So.
dort rein. Dann ganz wichtig, die DKWs aktivieren. Sonst kommen wir nicht überall hin. Dann sind wir gerade mal hier an dem Bahnhof. Da kriegt er gleich noch ein paar Zwerge. Eins, zwei. So, die hätten wir. Und hier noch die Ausfahrt auf der Seite. Oh, die haben wir alle falsch gesetzt. Klar, dass er meckert. So, das müssen wir noch ersetzen und da ist der Fehler weg. Dann kriegt er hier noch. Wir kriegen einen neuen Wagen, Dunker 40 Tonnen. Da haben wir die hier auch alle falsch. Na, setzen. So, jetzt sind sie richtig. Jawohl. Und jetzt wollten wir hier hoch. Ja, da könnten wir hier reingehen. Hier können wir ins Gleis reingehen. Beziehungsweise rausgehen. Da gehen wir mit nur 120 raus. Kriegen wir das hin? 121 brauchen wir da hier. Oh ja, so. So würde ich es jetzt machen. Und da haben wir hier eine 120. Perfekt. Jetzt ziehen wir das gleich mal bis runter ran. Da müssen wir aber gucken, dass wir es einfädeln. Da haben wir die Strecke. 120 durchweg, jawohl, gekauft. Das zweite Gleis noch. Und angeschlossen. Jetzt die Signale gesetzt. Jetzt brauchen wir die hier. So. AP1. Ich glaube, die Weiche ist. Oh, die Weiche ist vermurkst. Die müssen wir noch mal machen. Die müssen wir noch mal machen. Die Weiche müssen wir noch mal machen. So. Wir wollten hier mit nur 120 raus. So, also wir müssen mit Shift und einen Punkt. Nein, mit dem Komma geht's runter. So, noch ein Stückchen. Das sieht doch besser aus. Kommen wir zwar hier runter, aber das ist nicht das Problem. Wir können ja hier ein Stückchen wegreißen. Und da können wir dann hier anbinden. Mit einer leichten Steigung wahrscheinlich. Ja, so. Und das Gleis noch. So, jetzt die Signale. Ja, hier fahren wir raus auf die Strecke. So, hier kommen wir auf die Strecke. Das muss vorne hin. Und hier ein HP2. So, halt. Weitere Signale. Hier kommt ein Block. Hier ein Block. Noch ein Block. Noch ein Block. Noch ein Block. Noch ein Block. Na, sind wir nicht bald da? Ah, hier sind wir da. So, hier geht's raus. Und hier kommt ein HP2 hin. So. Da haben wir die Strecke
fertig. Dann können wir mal schauen. Ja, der erste Getreidezug ist schon hier unten. Habe ich nicht gerade gesehen, der ist schon auf dem Rückweg. Da müsste hier in der Bäckerei halt. Hier liegt eine ganze Menge rum. Hier müssen wir mal noch zwei Fahrzeuge einsetzen. Und wir brauchen Getreide. So, jetzt können wir nach Leipzig fahren. Linie, neue Linie. So, wir machen erstmal die Linie von der Bäckerei, von hier. Und da möchte ich gerne auf Gleis 4 vollladen, maximale Wartezeit und Brot. Und da soll er nach Leipzig fahren. In diesen Güterbahnhof. Und da soll er. Ja, hier wäre frei. In die 2 schicken wir. So. Hier soll er alles entladen. So, da brauchen wir einen Zug, der auf diese Linie kommt. Ja, den kaufen wir hier. So, neue Dampfloks haben wir noch nicht. Ja, die sind zu langsam. Wir haben bloß die mit 42 haben wir. 52 haben wir immer noch nicht. Die gibt es, glaube ich. Ja, die müsste es jetzt bald geben. Dann nehmen wir die. Und Brot fahren wir. Was fahren die denn überhaupt? Getreide auch. Kapazität 10, die haben 8. Ja, dann müssen wir die hier nehmen. Nein, die sind zu langsam. Die. So, da hängen wir mal was dran. Gut. Immer noch gut. Solange wir gut ist, ist er gut. 200 Brote, ist viel. Ja, Leipzig soll wachsen. Okay, kaufen. Auf die Linie. Ich glaube Linie 1, wir haben sie noch nicht benannt. Jawohl. Club hat es gemacht. Und dann müsste er rauskommen. Jawohl. Und dann benennen wir gleich mal die Linie. Güterzug Eisenach. Rot 4 Leipzig. Ja. Okay. Achso, das ist kein Durchfahrtsgleis, das sind die Durchfahrtsgleise hier in der Mitte. So, die fangen langsam an. Die
können wir schon ruhig mal auf die 8 hochscheuchen. Wir brauchen viel Brot, brauchen hier viel Getreide. Wo sind die denn? Die fahren, die haben eigentlich genug. Da hat man doch noch 2 aufgesetzt. Da setzen wir mal noch 2 drauf. Ach komm mit, machen gleich 4 draus. Kriegen sie sonst nicht weg hier. Das ist nämlich voll. Und nicht, dass es uns überläuft. Von wo kommen die Straßenbahnen? Wo haben wir das Depot? Hier. Ja, von hier kommen die. So, Eisen noch. Wird versorgt, aber zu wenig Steine. Zu wenig Steine. Hier bringen wir doch Steine. Steine für Eisen noch. Von hier unten drum. Ah, von hier. So, hier liegt alles voll. Wir haben 2 Züge. Aha, hier staut sich was. Warum staut sich das hier? Wo will denn der hin? Der will geradeaus. Der will hier rein. Und was macht der hier? Na, warum gibt er mir nicht die Linie? Jetzt gibt er mir alles. Also die blaue Linie, das verstehe ich jetzt nicht. Der kommt dort nicht raus. Aber es ist doch frei. Was macht denn der hier drin? Der will nach Zwickau. Der belädt hier. Nee, das ist falsch. Hier haben wir ein Problem. Hier haben wir den Bahnhof falsch angeschlossen. Deswegen. Hier müssen wir mal noch schnell eingreifen. Was ist denn überhaupt hier noch frei in dem Bahnhof? Das Gleis, hier muss er hin. Der muss hier hin. So, dann nehmen wir mal Gleise. Ich halte das Ganze mal an. So. So. Der muss ja jetzt wir müssen noch hier rein. Da kommen wir nicht hin. Ich habe eine andere Idee. Nee, der muss dann hier rüber. Dann nehmen wir das Signal noch mal weg. Dann müssen wir noch mal einkürzen, dass wir hier
rausfahren. Und hier so. Und jetzt müssen wir hier bloß noch kreuzen. Das funktioniert. So, jetzt brauchen wir die Signale. Dann nehmen wir erstmal die kleinen hier. Die Bahnhofssignale. Und wir den Bahnhof schneller leer kriegen. So, hier soll er reinfahren. Mit HP2. So, und hier soll er dann rausfahren. Auf die Strecke. Kann er erstmal bis dorthin. Und hier kriegt er dann die Streckenfreigabe. Ah, da haben wir wieder die falschen. So. So. Und so. Und jetzt sagen wir der Linie. Da steht noch einer. Ne, da will woanders hin. Linie verwalten. In Oberzwickau soll er die 2 nehmen. So. Da geht er nämlich automatisch über das Wartegleis, was wir vorher leer hatten. So, und den schicken wir in die andere Richtung. So, und was macht der hier? Warm für Leipzig, der muss auch dort weg. Das ist ja, was habe ich mir denn dabei gedacht? Was ist denn das für ein Grüner hier? Warm für Chemnitz. Plaste- und Stahlanlieferung. Ja, wir brauchen die mittleren Gleise als Durchfahrtsgleise. Das tut mir leid. Wir müssen hier noch was anbauen. Das passt sonst nicht. Wir brauchen hier Durchfahrtsgleise. Ja, wir können jetzt die Gleise wegnehmen. Ach nee, die brauchen wir ja. Die brauchen wir. Wir müssen die Lagerhäuser wegnehmen. Und die Straße. So, konfigurieren. Plattform Güter. Ach nee. Wenn es mal schnell gehen soll. So und so. Jetzt brauchen wir Gleise. Ja, wir bauen ohne Oberleitung. Na. So, Plattform, Güterplattform. So, jetzt haben wir noch Autos safe und da müssen die 2 noch mit hier irgendwo dran. Und zwar müssten wir hier rausgehen.
Nee, da gehen wir hier oben irgendwo schon raus. Da gehen wir hier noch mal raus und ziehen die einfach mit. Da gehen wir hier noch mal raus. 100, eine 100, dort haben wir noch 80. So, gleich mal die Signale aufstellen. So, jetzt gehen wir mit dem Gleis einfach mit. Es gibt zwar viel Gleise, aber das nützt nichts. Wir müssen sogar noch ein Wartegleis, ne, das brauchen wir nicht. Dort müssen wir hin. So. Haben wir eine Kreuzung. Mit einer 120 hätte ich gerne. Hier nicht. Na komm. Ja, dann machen wir hier. Das muss reichen. So, da kriegt er noch ein paar Signale. So, eine Einfahrt kriegt er hier. Ausfahrt, ein Block, hier noch ein Block, ja, dann machen wir hier auch noch ein. So, und jetzt müssen wir der Linie in der Mitte sagen, Linie verwalten. In Oberzwickau sollst du auf die 8 und darfst die 7 mit benutzen. Aber du fährst mir in die falsche Richtung. So, und jetzt müsste sich das wieder räumen hier. Der steht hier. Den könnte man ein Stückchen vorziehen lassen. Dann kann der andere vorziehen und der kann nachrücken. Ja, das ist klar, dass das dann hier nicht funktioniert, wenn hier die Durchfahrtsgleise belegt sind. So, jetzt könnt ihr wieder fahren. Jetzt habt ihr alle freie Fahrt. Warum fährt der nicht? Ach so, der ist noch hier im Gleis. Jetzt ist er raus. Jetzt geht's weiter. So, dann hat der Bahnhof keine Signale. Dann geben wir den Bahnhof und den nächsten Mal die Zwerge. Dann haben die für die Durchfahrt eine andere Signalisierung, weil sie ja hier nicht halten.
So, und bei dem Bahnhof machen wir das Gleiche. So, jetzt müsste sich das entfitzen, entknoten. Hier steht der Stahl rum, hier steht das Erz rum. Wenn der drinne gewesen wäre, ja, das können wir ändern. Hier fehlen auch die Zwerge. Kann nämlich der hinter uns fahren. Ja, jetzt kommt der hier. Jetzt kommt er angedampft. Da kommt er. Dadurch kann der jetzt schon bis in den Bahnhof hier vorfahren, weil der draußen steht. So, aber warum rückt das jetzt hier nicht? Doch, es rückt. Wir müssen die größer ziehen, denn die Einfädelung. Den hier raus und binden das dort mit ein. Weiche ist okay. Zweite Gleis. Jetzt die Signale setzen. So, hier geht's auf die Strecke. Und hier. Und hier geht's rein. Und hier geht's rein. So, Gleise. Bauen wir das Gleis. So, jetzt halten wir das Spiel an, wenn der hier vorbei ist. So, und gucken, wer hier über den Wegpunkt muss. Das ist der ist okay. Und der Grüne, der ist auch okay. Ja, die sollen dort lang fahren. Und da können wir das nämlich jetzt hier. Ja, mecker ruhig, macht nichts, kriegst du gleich wieder. Jetzt gehen wir dort vorne rein, da haben wir hier einen besseren Block, einen längeren Block. So, Signale. Jetzt können wir hier noch einen Block machen. So, dann rutscht es wieder. Und dann können die hier in der Mitte durchfahren und die
Ja, der hatte das Signal überfahren. Aber der hätte doch fahren können. Er kann doch fahren. Das Gleis ist frei. Warum fährt er nicht? Hallo, warum fährst du nicht? Du darfst fahren. Da steht hier zum Abbiegen. Ach nee. Rückwärts will er nicht, weil da das Signal steht für die Einbahnstraße. Der will unbedingt hier rein. Können wir bloß eins machen. Wir gucken mal, welcher am vollsten ist. Der hier. Wir schicken den mal schon weg. Vielleicht fährt er dort durch. Ja, der ist falsch. Der müsste geradeaus fahren. Die Linie geht auch geradeaus. Aber der steht hier rum. Wir sehen, ob er das Gleis nutzt. Ach ne, das kann er gar nicht nutzen. Ja doch, das geht weiter. Das braucht. Ja, das braucht aber gar nicht weitergehen. Ja. So, jetzt muss er aber gleich fahren, oder? Ja. Jetzt macht er uns die Kreuzung frei. So, hier können wir den Block umsetzen. Halt Signale. Den können wir hier bis vorfahren lassen. Dann macht er nämlich diese Kreuzung frei. Und da kann der nächste kreuzen. Das war jetzt der Sinn der Verlängerung des Blockes. Ja, der fährt dann noch weiter vor. So, naja, das rollt jetzt. Das haben wir wieder im Griff. Ja, so schnell geht's. So schnell staut sich das. Und dann nehmen sie auch keine Kohle hier. Da fällt die Kohle zurück. Weil das Stahl hier rumliegt. Die Stahlzüge kommen nicht nach. Erz, alles zurückgegangen. Ach nee. Man muss alles ständig kontrollieren. Aber das geht schon wieder vorwärts hier. Es wird sich gleich umdrehen. Wenn die Stahlzüge durchkommen, wo müssen die denn eigentlich hin? Hierher. Die Strecken sind alle frei. Ja. So, da können wir mal noch den Bahnhof mit Signalen ausrüsten, mit kleinen Zwergen, da gewinnen wir Platz. So, und dann das Stahlwerk noch. Seite. Quatsch, das ist nicht das Stahlwerk. Das ist die Maschinenfabrik. Hier haben wir die Plastefabrik. Und da können wir die Kohle.
gewinnen wir ein paar Meter. Ja. So, schauen wir mal, ob es jetzt rollt hier. Rollt, jetzt müsste einer anfahren. Ne, der ist da hinter dem Signal. Ach so, ne, der muss erst hinter das Signal. Das zählt als ein Block. Jawohl, jetzt geht's weiter. So, warum fährt der nicht? Ah, fehlt ein Meter. Es fehlt ein Meter. Aber das kriegen wir hin. Wir setzen die Signale nochmal um. Dazu halte ich aber jetzt das Spiel an. Setzen das weiter vor. Ja. Eigentlich müsste das weg. Und dann müsste der bis dort vorfahren. So, und jetzt müssen wir das. Der hier noch ein Signal, dass der hier bis ran fährt. Da habe ich die falschen Signale gesetzt. Ja. Der muss doch fahren. Hier ist doch frei. Wo will denn der hin? Der will dort rein. Hä? Der fährt Stahl. Wieso will der dort durch? Das verstehe ich nicht. Dann habe ich doch gesagt, dass er hier lang fahren soll. Voreisen nach Ost. Sollst du da lang. Und nach Eisen nach. Sollst du da lang. Dann musst du, kann doch hier durchfahren durch die Mitte. Und hier genauso. Stahl. Wieso fährt er hier oben rum? Oh, was machen denn die hier? Die haben die Linienführung komplett geändert. Von Eisen nach Ost sollst du hier lang fahren. Und von Chemnitz West Wegpunkt Eisenach. Wo ist denn der? Hier. Vorm Wegpunkt Eisenach. Sollst du hier lang fahren? So, jetzt kriege ich dich nicht wieder zurück. Und du bist hier stehen geblieben. Oh. Stahl für Chemnitz. Das ist Zug Nummer 47. Zug Nummer 47 verkaufen und den klönen. So, noch jemand falsch.
Ja, du fährst genauso falsch. Gibt's doch nicht. Nee, der muss anders fahren. Steine für Eisen noch. Wegpunkt Eisen noch. So, das ist hier und dort. So, noch. Also noch. Wegpunkt 5. So ist die hier lang. Und noch Zwickau. Hier lang. So, langsam kriegen wir es wieder in den Griff. Das fährt ja auch dort hoch. Gibt's gar nicht. Das ist Zug Nummer 32. Löschen. Ja. Und ein neuer Zug. Klonen. So. Der fährt immer noch nicht hier. Wo will denn der lang? Ah, der will ja oben durch. Jetzt fährt er. Jetzt hat er seinen Befehl gekriegt. Jetzt hat er gemerkt, die Linie. Das Navi hat geupdatet. Oh nee, das war ja jetzt Stress hier. Da fährt er rein. Hey, hier ist deine Linie. Wie willst du jetzt dort runterkommen? Du kommst nicht runter. Hier kommst du runter. Hast du Glück, ich lass dich fahren. Nächste. Also irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier oberfaul. Das hat Oberland. Das ist genau, hier ist deine Linie. Glück, dass der jetzt hier noch nicht weitergefahren ist. So, dann fahren die alle hier oben durch und die fahren dann hier runter, weil sie hier rein müssen. Das hat die Linie total zerschossen hier. Hier unten. Ich hoffe, der fährt jetzt richtig. Züge, das ist der erste, der richtig fährt. Jawohl. So, was fährt der hier? Der fährt auch Stahl. Stahl für Chemnitz, ja. So, wenn der hier im Bahnhof durch ist, so, der nimmt jetzt Kohle. Kohle kann wieder anlaufen, jawohl. So, dann ist hier leer und hier steht ein Zug für Waren. So, die Warenfabrik, hier waren wir vorhin stehen geblieben. So, Gütergebäude, große. Da wollen die doch wieder hinstellen. Aber ich gehe mal auf Pause. Also ich zerschieße trotzdem die Züge. Wieso macht der hier Kollision?
kann mir vorstellen. Bauen wir hier ein paar hin, wie sie kommen. So, fertig. Noch ein Stückchen Straße dran. Landstraße. Okay. So. Ja, die Zimmer. Ach, nein. Zimmer mit hier rein. Da ist das verbunden. So, die haben. Das Öl kam von oberhalb von hier. Ja, jetzt fahren hier die Ölzüge wieder. Ach nee. So, also hier rollt alles. Da gucken wir mal hier nach dem Brot. Der erste Brotzug. Ne, das Getreide. Wer sollte Getreide bringen? Müssen wir mal aufbohren, damit es hier schneller vorwärts geht. Die brauchen hier mehr Getreide. Ah, jetzt sind sie voll. Okay. Gehen wir auf die 8 hoch. So, die kriegen natürlich auch kleine Signale. Kriegt jetzt jeder Bahnhof, kriegt das bei mir. So, hier haben wir es schon. Und der wird beladen. Geht mir aber zu langsam. So, haben wir denn schon den Brotzug gebaut? Ja, Brot für Leipzig. Wollen wir schauen. Aber wir haben den gebaut, aber noch nicht transportiert nach Leipzig. Das haben wir. Treibstoff und hier machen wir Brot. Treibstoff für Halle. Warm. Warm. Und hier können wir Brot machen. So, Leipzig will schon kein Brot mehr. Na sowas. Nicht gut, nicht gut. Warum? Weil jetzt hier nichts angekommen ist von hier unten. Selbst Treibstoff wollen sie nicht. Warm. Waren für Leipzig. So, die haben wir umgebaut, da steht nichts da. Hier doch. So, die Warenfabrik
produziert, die fängt gerade an zu produzieren, also geht alles wieder nach oben. So, dann nehmen wir mal das Glättungstool. Glätten hier ein bisschen die Straße. Das geht, da geht gleich alles zurück, furchtbar. Weil wir hier den Stress hatten. Jetzt rollt's aber. Jetzt müsste hier auch ein zweiter Zug reinpassen. So, hier rollt wieder alles. Jawohl, die Kohlebergwerke steigen. Stahl liegt momentan massig rum. Ach ja, die Stahllinie. Wer fährt denn da über das Wartegleis jetzt? Ach der. Okay. Die Stahllinie macht hier hoch zur Warenfabrik. Und die brauchen noch, aber die Produktion geht wieder los. So, ja, da brauchen wir die Brotlinie. Momentan für Leipzig nicht zu bauen. Da können wir hier liegt ein bisschen Kohle rum. Ah, ne, das geht. Dann nehmen wir noch mal zwei rein. Wir brauchen auch momentan ein bisschen mehr Kohle. So, und das Stahl geht. Wo geht das Stahl hin? Gleich mal kontrollieren. Das geht hier runter in die Maschinenfabrik. In die Maschinenfabrik arbeitet. Was fährt der hin? Achso, das sind unsere Anlieferer. Und Maschinen. Wir fahren die Maschinen noch nicht ab. Wir wollten Maschinen nach Leipzig transportieren. Ach, das machen wir hier, glaube ich. Ja. Können wir mal eins hochgehen. Produktion ein bisschen steigern. Und noch zwei Fahrzeuge anschaffen. So, wer wollte noch Maschinen? Wir könnten hier Dresden möchte Maschinen. Warum denn hier Maschinen? Da haben wir aber ein Problemchen. Wir könnten höchstens die Straße umleiten. Was fährt dort? Ach, das ist nur eine Überführung. Da bauen wir das hier noch um. So, Straße. Landstraße. Dann machen wir gleich mal mehrspurig. Dann wandern.
wandeln wir das um, das um. Den haben wir jetzt verscheucht. Mit Ram. Ah. Die haben wir auf die Straße gestellt. Ah, hier. Da haben wir das Gleis weg im Lim. Wir wollten doch hier mit Gleis bauen. So. Und das wollten wir wegnehmen. Dann können wir nämlich unseren Trambahnhof. Wir müssen mal hier eine. E44 und 85. Ne, so nicht, so nicht, so nicht, das geht nicht. So, jetzt passen wir noch. Wieso können wir hier? Da macht er dort eine Kollision, weil das eine breite Straße ist. Ja, okay, das reicht eigentlich. Ich stelle noch Lagerhäuser hin. Nur eine Überführung hier hoch. So. Hier ist nämlich noch ein Gleis frei. Und jetzt bringen wir hier nach Dresden Waren von unserer Warenfabrik. So, was fährt der nach Leipzig? Der fährt nach Zwickau Plaste. Waren für Dresden. Fahren doch schon Waren. Ach so, nee. Nicht Waren, Maschinen. Jetzt ist die Maschinenfabrik weg. Da unten. Nee. Oben war da immer eine. Hatte ich nicht gerade hier eine Maschinenfabrik? Wo ich sagte, das kann man. Ah, hier. Hier, hier müssen wir bloß hier einfädeln. Wir haben noch Kapazitäten, aber mörderlich. Da bauen wir mal hier noch eine Einfädelung in das Hauptgleis. Von hier gehen wir hier raus. Ja.
Eisenach nimmt jetzt Gütertypen an, Maschinen, na toll. Mit nur 100, was sagt die Weiche? Oh, die sieht nicht gut aus. Mit Shift und den Punkt, ne, Komma, mit dem Punkt war schon richtig, nach oben. Eins runter, noch eins runter. Ja, so können wir es bauen. Kommen wir sogar schon ein Stückchen hoch. Könnte man eventuell sogar hochgehen. Wir haben hier nur 120. Das ist eigentlich... Gehen wir hier mit rein. Die Signale mal weg. Gehen wir hier mit rein. Kriegen wir hier was wie 120 oder so. Kriegen wir dann die Kurve noch? Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Was sagt die Weiche? Gar nicht gut. Shift und Punkt nach oben. Das war zu weit. Noch eins runter. Ne, eins hoch. So, sieht so gut aus. Gekauft mit nur 119. Naja. So, wo haben wir hier einen Knubbel? Da. So, dann können wir gleich mal die Signale hinsetzen. Hier kommt ein HP2 hin und hier auf die Strecke. So, Gleise. Ja, das passt. Zweite Gleis. Verbunden, Signale, erster Block, noch ein Block und die Einfahrt, erstmal hier raus, ne, das hopst und das andere. So, da können wir schon die Linie basteln. Neue Linie. Von der Maschinenfabrik. Ich würde sagen, wir nehmen Gleis 1. Ist doch nicht Gleis 1. Ach, das ist da drüben. Ich würde 4 nehmen. Der Reihe nach bestücken. Gleis 4. Da kommen wir hier mit gerade raus. So, nach Leipzig. Quatsch, nach Dresden. Aber dann möchte ich gerne die 3, weil das noch frei ist. So. Hier sollst du vollladen, maximale Wartezeit mit Maschinen. Und hier alles entladen. So, da gucken, kontrollieren wir nochmal. Wir fahren hier hoch, hier rum, hier lang, folgen hier weiter und jetzt fahren wir hier ab, hier hoch, rum, durch den Tunnel durch und dann biegen wir ab hier rein. Genau,
So, das ist Güterzug Halle. Maschinen für DD. So, dann brauchen wir einen Zug. Ein Depot für einen Zug. Nee, das können wir nicht nehmen. Ja, wir können von hier los schicken. Fahrzeuge. Ah, wir haben die eh. Wir haben Dampflokstrecke. Aber warum gibt es keine neuen Dampfloks hier? Ah, immer noch 32. Wir haben die 95. 93, der 38, die sind alle mir zu langsam bzw. zu schwach. Bleibt immer nur noch diese hier. Hat aber auch nicht viel Power. Ich nehme die jetzt. So, beliebige Güter, Maschinen. Da haben wir bloß die hier. Da kann was wegtragen. 210 Meter gekauft. Dann nehmen wir zwei Linie. Güterzug Halle. Maschinen für DD. Blub hat's gemacht. Und da kommt er. So. Wir brauchen aber noch ein Wartegleis. Der fährt hier rein. Wir nehmen hier das Gleis. Das nicht wegen dem weichen Knüppel. Jetzt macht das. Was macht denn der hier? Der zieht das Gleis. Weiter weg von der Weiche. Ja. So, mit einer 60 ist okay. Und vom nächsten Signal gehen wir raus. Wo ist es? Hier. Mit einer 5 passt. Gleise, Quatsch, Signal. Hier fährt er auf Halt. So. Dann kriegt er dann den Block. Aber hier schon. Und hier fährt er rein. So. Und da wollen wir mal noch auf das Wartegleis schicken. Nach Dresden sollst du über dieses Signal fahren. Da gucken wir mal, wo er ist. Ach, der ist noch vor Dresden.
den Motor rechts ab. Der fährt erst den Bahnhof rein, da fahren wir nicht mit, und der andere auch. Dann biegen sie hier ab. So, da können wir aber schon mal die Maschinen, wo wollen wir denn die Maschinen hinhaben? Fahren wir hier Waren. Die Maschinen. Ah, hier vorne. Hier fahren wir schon was her. Was fahren wir hier hin? Steine. Steine und Maschinen. Steine und Maschinen. Das beliefern wir doch schon. Naja, da bringen wir mehr Maschinen. Was wollte ich noch? Alles. Dresden braucht mehr Waren, aber das war ja das Problem mit der Fabrik. Oh, hier ist viel, viel Holz, viel Holz. Da haben wir schon 30 Fahrzeuge. Ich nehme mal noch 4 rein. 4 habe ich gesagt. Die fahren schon dicht an dicht. Oh, die können nicht schnell genug abladen. Die kommen so langsam raus hier. Wir müssen hier noch einen anderen Ausgang machen. Ah, weil sie hier kreuzen. Das ist das Problem. Da müssen wir was bauen. Da müssen wir was basteln. So, wir bauen eine Einbahnstraße. Elektrisch. Mit Kurvchen. 1, 2, 3, 4 hoch. Und zwar hier rüber. Keine Kurve machen. Das sieht mit der Oberleitung aus. Das ist fast zu hoch.
geht das runter hier. Das da machen wir bloß 3. Da machen wir bloß 3. Ne, will er nicht. Doch. So geht's. Au. Da ist der Pfeiler im Weg. Ja. Ein kleines Stück zurückgehen. Dann gehen wir mal mit Shift und ein Komma nach unten. Nee. Jetzt probiere ich das mal, ob ich das umdrehen kann. Ich habe immer das Problem, ich kann das hier nicht umdrehen. Warum auch immer. Wie dreht man das um? Ich kann das nicht umdrehen. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, welche Taste das ist. Muss man da bauen und dann hier drauf geben. Shift drücken. String. Alt. Oder mit dem Zauberstab. Nee. Dann machen wir es andersrum. So, dann gehen wir hier raus. Warum will er nicht raus? So. Und hier im Bogen. Füllen wir auf. Wegpunkt. Frösche. Jetzt sagen wir der Linie, die soll da lang fahren. Vor Chemnitz Zentrum. Haltestelle hinzufügen. So. Ich denke mal, die nächsten kreuzen dann hier nicht mehr. Wir machen diesen Bogen. Jetzt haben wir noch Autosave. Und dann sehe ich die Uhr und da graust mir schon wieder, dass wir schon wieder über eine Stunde basteln. Machen wir noch ein bisschen hübsch hier. So, langsam müsst ihr mal den Fahrplan ändern. Ihr müsst nicht mehr hier lang gerade fahren. Ihr müsst hier abbiegen. Hallo.
abbiegen. Das Navi ist immer noch nicht geupdatet. Abbiegen. Nee. Will ich. Nächste. Oh, Leipzig nimmt wieder Treibstoff. Abbiegen. Nicht abbiegen. Nächster. Komm, der biegt dann ab. Der fährt bis vor. Auch nicht. Oh. Keiner will hier abbiegen. Nehmen wir die Farbe raus. Leipzig mit Lebensmittel, ja, die bringen wir schon. Das geht ab. Die stehen bis hier rein. Die kommen nicht raus, weil die hier nicht abbiegen wollen. Die fahren noch mit alten Navi-Daten. Das ist natürlich die Kreuzung größer. Das ist blöd. Das ist die große Kreuzung. Dort fährt ja nichts lang. Da kann ich das wegnehmen. Das könnte ich dann später wegnehmen. Ja, die Kreuzung ein Stückchen kleiner. So. Ja. Der hat jetzt ist es Navi geupdatet. Einer ist noch umgedreht, der nächste dreht um. Jetzt drehen sie alle um. Jetzt haben sie es gemerkt. Jetzt haben sie es gemerkt. Einfahrt machen. Können wir mal basteln. Nehmen das weg. Straßenzugang. Einfahrt hier. Jetzt haben wir der Linie noch. Das ist im Chemnitz Zentrum. Nicht in die 4 soll. Nee, in die 5. Die 5 müssen wir reisen. So wird ein Schub raus. So, jetzt muss die bloß noch rein. Dann können wir die auch hier rausschicken. Ne, nicht wegreißen. Konfigurieren. Dass die hier raus sollen. Ne?
man immer noch dort war, die hat es auch schon gut. Ja, das werden Sie schon merken, dass es hier kürzer ist. Dann brauche ich mal noch ein paar Gebäude. Jetzt muss es doch mal hier vorwärts gehen. Die Wänden schon alle hier drinnen. Oh. Unfall. Die Lachschmann, mir aufgefahren. Ja, liebe Freunde, wir sind schon wieder weit über eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir doch ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.